Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des RegioChats, unserem Talk-Format im Regionalfernsehen bei TV Mittelrhein und WWTV, in dem wir mit Zoom-Technologie mit Menschen aus der Region sprechen, die etwas zu sagen haben, die in irgendeiner Weise interessant und wichtig sind. Und heute habe ich mir gesagt, will ich unbedingt mal mit dem wichtigsten Gesundheitspolitiker, so würde ich ihn mal vorstellen, unserer Region sprechen, nämlich mit dem Vorsitzenden des Ausschusses für Gesundheit im Deutschen Bundestag. Und der, und das wissen, glaube ich, viele nicht, kommt aus unserer Region, genauer gesagt aus Windhagen-Hüngsberg im Westerwald. Und er sitzt für den Kreis Neuwied im Bundestag. Ich freue mich, dass wir verbunden sind. Erwin Rüttel, schönen guten Tag. Guten Tag. Herr Rüttel, ich habe es gerade gesagt, Sie sind Vorsitzender des Ausschusses für Gesundheit und sind nicht nur deshalb in der momentanen Situation ein für mich sehr interessanter Gesprächspartner, denn Sie sind auch stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Familie, Senioren, Frauen und Jugend und Sie waren 5 Jahre lang Berichterstatter für die Pflegepolitik. Also genau der richtige Mann, der uns sagen kann, was es in Sachen Corona, in Sachen Impfen und in Sachen Situation in den Alten- und Pflegeheimen derzeit los. Sind Sie eher beunruhigt oder sind Sie eher hoffnungsvoll derzeit? Also ich bin sehr hoffnungsvoll, weil wir mit dem Impfen haben starten können, schneller als wir eigentlich gedacht haben und umfangreicher als wir geglaubt haben. Am Anfang wird es halt Engpässe geben, deshalb haben wir ja auch im letzten Jahr uns ein Priorisierungsprogramm gegeben, dass also die Schwächsten und die, die am bedrohtesten sind, als erstes geimpft werden und dann nach und nach allen diese Möglichkeit gegeben wird. Aber dass wir noch im Dezember 2020 mit dem Impfen starten konnten, denke ich, das hat im Oktober, haben das die wenigsten geglaubt. Und deshalb bin ich also sehr, sehr zuversichtlich, dass wir jetzt mit großen Schritten, wenn wir mal Ostern haben, wieder in die Normalität kommen. Also wir werden sicherlich noch bis zur Sommerpause brauchen, bis alle die, die geimpft werden wollen, diese Impfchance bekommen haben, vielleicht auch noch ein paar Wochen mehr. Aber es ist absehbar, dass wir zur Normalität zurückkehren können. Wir sind beide keine Wissenschaftler, keine Naturwissenschaftler. Sie sind Diplom-Betriebswirt eigentlich und eben Politiker für die CDU und Bundestagsabgeordneter. Aber gerade deshalb muss ich auch sagen, großes Kompliment, großer Respekt für die Wissenschaftler, die das jetzt so schnell erforscht haben. Man muss sich das mal vorstellen, da entsteht irgendwo in China ein solches Virus und in Deutschland, in Rheinland-Pfalz, ne, auch in unserem Sendegebiet quasi noch, im angrenzenden, wird dieser Impfstoff dann entwickelt. Das ist eine besondere Leistung. Was hätten wir gemacht, wenn das nicht gelungen wäre? Ja, also deshalb kann man das also nicht hoch genug wertschätzen. Normalerweise dauert die Entwicklung eines Impfstoffes 5 bis 10 Jahre. Und wir haben das ja auch bei anderen Erkrankungen gemerkt, zum Beispiel Ebola, da hat es sehr viele Jahre gedauert. Da fühlten sich aber auch nur Teile der Welt betroffen und an uns ist da einiges vorbeigegangen. Hier bei Corona ist die Welt betroffen. Letztendlich haben die Menschen, die Politik, die Forschung weltweit zusammengestanden und haben es geschafft, so schnell, wie es halt jetzt gegangen ist, Impfstoff zu entwickeln, der also auch eine sensationelle hohe Wirkung hat. Und wir haben ja nicht nur einen Impfstoff, wir haben mittlerweile mit Moderna 2. Und ich bin zuversichtlich, dass wir im Januar, Februar, spätestens bis Ostern auch den 4. oder 5. Impfstoff haben und hier auch differenziert eventuell sogar geimpft werden kann, dass man also jetzt parallel erforscht, welcher Impfstoff hat welche Nebenwirkungen. Und dass man das also auf entsprechende Bevölkerungsgruppen dann passgenau auch ausrichten kann. Also ich halte das für eine sensationelle Entwicklung. Hier hat wirklich die Welt zusammengestanden, auch die Forschung. Und das kommt auch aus dem Bereich der Forschung,
Das, was es also ansonsten eher selten gibt, dass jeder für sich geforscht hat, dass er Erkenntnisse auch nicht weitergegeben hat. Hier hat auch die Welt der Forscher zusammengestanden, der Wissenschaft. Und nur so war es möglich, gemeinsam so schnell diesen Impfstoff zu entwickeln. Oder diese Impfstoffe, es sind ja noch einige im Zulauf. In Deutschland entwickelt quasi der erste, der freigegeben wurde. Jetzt kriegen wir hier als Regionalfernsehen eine Menge Feedback von unseren Zuschauern, von den Menschen aus der Region. Ich nehme mal zwei Themen heraus. Da gibt es im Moment eine ganze Menge Anfragen von älteren Menschen, die sagen, was mache ich denn jetzt mit meinem Impftermin? Ich rufe ständig die Nummer an, da ist ständig besetzt, ich komme nicht durch und wenden sich dann hilfesuchend an uns. Ich gebe das mal an Sie weiter. Ich habe ja gesagt, Sie sind ja quasi der ranghöchste Gesundheitspolitiker hier mit direktem Draht zu Herrn Spahn und zur Kanzlerin in diesem Ausschuss. Was können wir den Zuschauerinnen und Zuschauern sagen, die jetzt älter sind, in der Risikogruppe sind, eigentlich dran wären, aber jetzt da nicht durchkommen und verzweifelt sind? Man muss differenziert vorgehen und die Sache betrachten. Auf der einen Seite, der Bund ist zuständig für die Beschaffung des Impfstoffes und die Lieferung an die Länder. Und die Länder verteilen dann an die Impfzentren. Hier gibt es also die stationären Impfzentren, die ja jetzt auch angefangen haben zu impfen und wo man sich über eine Hotline oder online dann entsprechende Termine organisieren muss. Gleichzeitig gibt es hier die Impfteams, die also die Menschen impfen in den Pflegeeinrichtungen und die also gepflegt werden und auch die also pflegen. Engpässe gibt es im Moment, zumindest ist das auch meine Wahrnehmung, weil ich also auch letzte Woche versucht habe, für meinen bald 96-jährigen Vater einen Impftermin zu organisieren, dass es so gut wie unmöglich war, per Telefon durchzukommen. Uns ist es dann gelungen, online eine Zusage zu bekommen und auch einen Impftermin oder zwei zugewiesen zu bekommen. Also ich kann also nach persönlicher Erkenntnis nur raten, das Online-Portal zu nutzen. Und ich habe schon an die Landesregierung appelliert, die Telefon-Hotline stärker zu besetzen, dass es hier nicht zu diesen großen Problemen kommt. Das nächste Problem ist ja auch, und hier sehe ich auch viele positive Initiativen bei den Kommunen, wenn die älteren Menschen dann Termine haben, wie kommen sie dann zu den Impfzentren? Und hier erkenne ich also, dass in vielen Kommunen sich Gedanken gemacht werden, wie man hier Fahrdienste organisieren kann. Also der Engpass, den ich im Moment wahrnehme, ist also einen Termin über die Telefonhotline zu bekommen. Hoffe, dass das Land hier nachsteuert und dass man parallel versucht, vielleicht auch über Bekannte, über Kinder einen Online-Termin zu organisieren. Ja, das ist doch ein klarer Tipp. Und was wir jetzt rausziehen, dass die Bundestagsabgeordneten natürlich auch sich kümmern und erreichbar sind. Und das heißt, wenn Sie zu Hause jetzt zuschauen und sagen, ich habe irgendwelche Probleme, können Sie sich natürlich auch immer an Ihren Bundestagskandidaten wenden, welcher Partei und welcher Zugehörigkeit auch immer, der sich dann hoffentlich kümmert. Das ist ja auf jeden Fall auch eine Aufgabe, die die Bundestagsabgeordneten haben. Und wir haben ja gerade rausgehört, zumindest bei Herrn Rüttel, dass er sich dann auch kümmert und nach Mainz das Ganze weitergibt. Das zweite Thema, was ich mitkriege, im Moment ist in den Altenheimen, das wissen wir ja jetzt schon seit einiger Zeit, dass es da Probleme gibt. Da fragen sich viele, warum man das nicht vorher genauer angegangen ist, genauer hingeguckt hat. Aber es scheint immer noch so zu sein. Ich erinnere an einen Fall von heute Morgen, wo mir ein Kollege hier aus der Redaktion sagte, er war bei seinem Vater im Altenheim und ist ohne jede Kontrolle da reingekommen, ohne irgendeinen Test, ohne irgendetwas. Jetzt waren Sie ja, wie ich eben schon sagte, lange Zeit Sprecher, Berichterstattung für die Pflegepolitik. Das heißt, ich vermute, Sie können auch da einen Eindruck wiedergeben. Wie ist der Stand der Dinge? Warum kriegen wir das nicht hin, die Altenheime und Pflegeheime konsequenter und besser zu schützen? Also grundsätzlich hat das jeweilige Pflegeheim Hausrecht und hat aber auf der anderen Seite auch eine Verpflichtung und Verantwortung den Bewohnern und auch den Mitarbeitern gegenüber. Ich habe
kein Verständnis, wenn also ohne Testung hier ein Austausch stattfindet. Es gibt für die Bewohner und Mitarbeiter in Einrichtungen seit Wochen und Monaten ausreichend Masken. Es gibt mindestens seit Wochen ausreichend Testmöglichkeiten. Also wir haben hier keinerlei Engpässe für Schnelltests. Und es gibt auch eine entsprechende Vergütung. Ich habe vollstes Verständnis, dass also die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Pflegeeinrichtungen das nicht noch zusätzlich machen können. Aber es gibt sicherlich kreative Lösungen, wie man also diese Tests organisiert. Also es kann jeder, der also in ein Heim betritt, getestet werden. Und es kann auch täglich jeder Bewohner und jeder Mitarbeiter getestet werden. Also diese Möglichkeiten gibt es. Das wird entsprechend auch vergütet, sodass man sich auch an Organisationen, an Menschen wenden könnte, die man speziell für diese Aufgabe einstellt und die dann also auch refinanziert werden über unser Gesundheitssystem. Also die Tests werden bezahlt und auch das Durchführen der Tests. Deshalb habe ich also relativ wenig Verständnis, wenn das nicht konsequent umgesetzt wird. Es gibt jetzt erste Bemühungen, dass also auch über die Bundeswehr, den Sanitätsdienst der Bundeswehr, hier die Pflegeeinrichtungen entsprechende Unterstützung bekommen. Aber es ist auch die Kreativität der jeweiligen Heimleitung und Geschäftsführung gefragt. Sagt Erwin Rüttel, wohnhaft in Windhagen-Hünxberg im Westerwald in unserem Sendegebiet, seit 1972 in der Politik und seit 2018 Vorsitzender des Ausschusses für Gesundheit im Deutschen Bundestag. Insofern heute unser versierter Gesprächspartner für das Thema Corona momentan. Herr Rüttel, wir bleiben in Kontakt, bestimmt in den nächsten Wochen noch vieles zu besprechen. Für heute vielen Dank an Sie. Ja, vielen Dank. Bleiben Sie gesund. Alles wird gut. Sie bitte auch und Sie zu Hause natürlich auch. Vielen Dank für Ihr Interesse. Das war für heute der Regio-Chat.